Als unsere ersten Hühner eingezogen sind, war recht schnell klar, die vorübergehende Lösung sollte so schnell wie möglich beendet werden. Es war einfach zu klein, zu beengt und hatte auch nicht die Sicherheitsvorkehrungen, die wir uns für unsere Hühner gewünscht haben. Es war zusammengestückelt aus allem, was da war und da quasi schnellstmöglich was hergestellt. Die kamen aus einem Notfall heraus zu uns. Und ja, natürlich waren auch noch mehr Hühner geplant über kurz oder lang. Also haben wir überlegt, wir haben uns entschieden dafür, den Stall hinter das Gebäude, das ihr hier hinten rechts im Eck seht, zu machen, weil das schön schattig ist und auch eine gute Stelle war, um das so groß wie möglich hinzukriegen. 3 mal 8 Meter waren unser Plan, damit die Hühner da wirklich schalten und walten können, wie sie wollen und gleichzeitig für uns noch hochwertigen Kompost produzieren sollten. Außerdem wollten wir möglichst viel von dem verwenden, das wir ohnehin schon da hatten. Dazu gehören alte Paletten, Drahtgeflechte, Holzteile, Schrauben, die wir da hatten und so weiter. Also da haben wir einfach ganz, ganz viel schon verwendet, das bei uns schon rumlag, sozusagen. Aber jetzt mal zurück an den Anfang. So sah das Ganze also ganz am Anfang aus. Hinter unserem Stallgebäude quasi musste erstmal ganz viel Platz gemacht werden, freigeräumt werden, das ganze Grün musste weg und es musste auch tatsächlich viel Erde entfernt werden, um unsere Maße erreichen zu können, die wir wollten. So, jetzt ein kurzer Zwischenstand. Hier muss ich natürlich noch haken und verteilen, einebnen. Das Eck ist angepasst. Und der Rest fehlt natürlich noch nach vorne hin. In der Erde selber sind Unmengen Wurzeln von den großen Bäumen obendran und die ganze Erde musste natürlich auch rausgeschafft werden. Das Ziel sind 6 mal 8 Meter Fläche und natürlich sollten wir auch außen rumlaufen können, beziehungsweise es kann ja nicht ganz an dieses Stallgebäude anschließen, da wir da dann auch noch einen Wasserabfluss tatsächlich einbauen müssen. Ganz hinten seht ihr einen kleinen Komposthaufen. Den haben wir da schon mal hingebracht, weil das auch für die Hühner dann da sein soll. In die Ecken sollen Pfosten mit 10 mal 10 Zentimeter, die müssen wir natürlich auch erstmal zusägen. Ihr seht, dafür haben wir ein äußerst professionelles Setup. Dann haben wir den unteren Bereich, den dunklen, mit Bitumen gestrichen. Das sollte dann quasi das sein, was in die Erde kommt, um das Holz zu schützen vor Umwelteinflüssen, dass es einfach ein bisschen länger hält, als wenn es nicht geschützt wäre. Und der obere Bereich mit diesem Orange, das ist Lasur. Das ist tatsächlich in verschiedenen Lasurtönen, wie man vielleicht sieht, wenn man genau hinschaut, weil wir einfach verschiedene angebrochene Lasuren hatten und nicht unbedingt jetzt neue kaufen wollten dafür. Als also alle Löcher gebuddelt und alle Pfosten markiert waren, ging es ans Setzen. Dazu haben wir dann erstmal hier, man sieht es, mit eingeklemmten Steinen quasi in den Löchern versucht, die senkrechten Balken in Waage zu bringen einigermaßen und das Ganze auszutarieren. Wir haben das dann mit Dachlatten quasi verschraubt, damit es ein bisschen stabilisiert ist und dann wurde mit Schnellbeton, Fixbeton das Ganze einbetoniert. Also man sieht jetzt hier quasi die Balken, die sind jetzt nicht hundertprozentig in Waage, weil das einfach nicht das Ziel war, sondern die sollten einfach fixieren, dass wir das Ganze betonieren konnten, ohne dass es allzu sehr sich bewegt. Und dann haben wir teilweise die Steine mit einbetoniert und teilweise haben wir sie rausgenommen. Hier also ein Zwischenstand, so sah das Ganze dann aus. Die ganzen Querbalken mussten natürlich dann wieder entfernt bzw. richtig angebracht werden. Ihr seht auch, es ist überall schön betoniert. Das heißt, die ganzen großen Balken sind natürlich bombenfest jetzt da hier in der Erde. Den Komposthaufen haben wir übrigens alle 2 bis 3 Tage dann tatsächlich noch leicht umgesetzt und umgewendet. Und ja, dann ist uns eingefallen, dass wir auch noch eine Tür haben wollen. Also musste nochmal ein Balken her. Da haben wir den Anstrich wieder etwas anders gestaltet, mit dem Bitumen quasi von unten, da wo es auf der Erde dann aufliegt. Der Rest des Holzes wird hoffentlich eh nicht so viel abbekommen. Tatsächlich hat es auch schnell alles gut gepasst. Der ist perfekt. Nachdem dann also der Rahmen soweit fertig war, ging es weiter mit dem Befestigen der Querbalken, Querstreben und dann wurde die Tür auch direkt fertig gemacht. Das war so ein kleines Herzensprojekt von Steffi dann. Als nächstes ging es dann an unseren tatsächlichen Stall, in dem die Hühner schlafen sollten. Wir haben was, sowas ähnliches wie einen Tisch gemacht, keine Ahnung, wie man das bezeichnen kann, aus alten Paletten und einer USB-Platte. Die war 2,40 auf 1,20 und haben dann eben angefangen, da den Stall zu bauen, haben alte Fenster mit eingebaut, damit auch Tageslicht rankommt und auch eine kleine
Reihe Legenester, die man von außen dann tatsächlich schon erreichen kann, um die Eier rauszuholen, wenn sie gelegt wurden, ohne jedes Mal zu den Hühnern komplett rein zu müssen. Auch hier wurde dann wieder betoniert, das hat Steffi alles vorher angepasst, damit es einigermaßen im Wasser war und dann auch direkt der Zaun gezogen, beziehungsweise der Draht außenrum, zumindest die ersten Teile. So, ich denke mal, so ist ganz gut. Jetzt haben wir hier eine angenehme Höhe. So ungefähr meine Kopfhöhe. Auch für die Horte kommt man super ran. Das tritt sich mit der Zeit eh fest. Ich habe hier nochmal irgendwie außen Steine lang gemacht. Das da auch. Die Seite ist jetzt hier komplett zu. Ja, dann haben wir natürlich Stück für Stück immer weiter unseren Draht angebracht. Wir haben lang hin und her überlegt, wie hochwertig und fest der Draht tatsächlich sein muss. Tatsächlich haben wir uns jetzt entschieden, es reicht ein Hühnerdraht, beziehungsweise stellenweise ist es auch ein etwas festerer Voyerendraht. Genau, weil die Hühner ja nachts eh dann nochmal gesicherter in diesem Stallgebäude quasi drin sind. Zwischendurch habe ich dann auch unsere neuen Tränken gebaut. Aus alten Eimern, also alten, sauberen Lebensmitteleimern, die wir von einem Gastronomen geschenkt bekommen haben. Und diesen coolen Trinkbechern. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, absolut super, kann ich nur empfehlen. Link dazu findet ihr bei mir in der Beschreibung, beziehungsweise gerne über meinen Link auf Amazon schauen, was es so an Hühnertränken gibt. Die Becher sind echt super. Ich hätte sie nur einen Ticken höher anbringen sollen. Ja, irgendwann war dann alles soweit verdrahtet, der Komposthaufen war mehrmals versetzt worden, der Kompost war fast schon fertig, wir hatten schon Würmer drin, das war ein Heißkompost durchlaufen und das Ganze sah riesig aus, fühlte sich sehr groß an, soll es ja auch sein, so war der Plan. Und ich zeige euch jetzt mal hier, was wir so alles noch angebracht haben. Hier ist also unsere kleine Hühnertreppe, unsere Rampe, auf der sie rein und raus können, dann in den Stall, weil die vorderen Türen sollen natürlich geschlossen sein. Da haben wir hier in, ich glaube, 8 cm Abständen die Bretter angebracht für die Füße. Dann haben sie hier ihre Tür. Irgendwann wird das sicherlich auch eine automatische Hühnerklappe sein, aber im Moment passt das so, dass das so weit gesichert ist. Natürlich haben wir überall dann den Draht gezogen und können das hochklappen, damit diese Tür einfach noch mal sicherer ist. Beziehungsweise, falls wir da irgendwie mal was machen müssen, können wir so quasi diese Rampe aus dem Weg räumen. Dann haben wir hier die Tür mit Fenster noch mal angebracht. Hier innen ist die erste Stange, die reicht erstmal, weil wir im Moment eh nur 5 Hühner haben, die auf die Stange gehen. Die anderen sind noch zu jung und dann werden aber auf der anderen Seite, die zweite war auch schon da. Ups. Genau, 2 Stangen waren es erstmal, inzwischen haben wir tatsächlich 4 drin, deswegen dieses Durcheinander, dieses kurze. Genau, und dann eben die doppelte Stalltür, damit man da wirklich hier mit der Schubkarre rein kann und dann den Stall quasi ausmisten da drin. Das Ganze aber gesichert hat. Auch von oben haben wir im Moment gesichert, erstmal nur mit Draht, weil jetzt erstmal eh noch der trockene Sommer bevorsteht, aber da werden wir über kurz oder lang zusätzlich zu der Plane tatsächlich auch noch ein wasserdichtes Dach anbringen, das möglichst auch so abfließt, dass wir es mit Regenrinne auffangen können. Noch ein bisschen irritiert, aber ja. Aha, und 3, na komm. Dann durften endlich die Hühner einziehen. Hier seht ihr, wie sie völlig irritiert morgens aus dem Stall kommen, in den wir sie in der Nacht- und Nebelaktion reingesetzt hatten. Das heißt, sie sehen zum allerersten Mal sowohl diese Treppe als auch das ganze Gelände, wo sie jetzt dann zukünftig leben sollen und dürfen. Es ist auch gleichzeitig das erste Mal, dass sie in direktem Kontakt sind, die ältere und die jüngere Generation. Davor waren sie mehrere Wochen quasi durch Käfiggitter getrennt nebeneinander gewesen, um sich erstmal kennenzulernen. Jetzt kommt nochmal eins und sagt, hey, wenn ihr das geschafft habt und noch lebt. Ganz oben so Haaren. Hatschi ab. Hatschi. Nein. So ist gut. Ja, unser Hatschi hat seine Faszination für die Hühner entdeckt, die natürlich irgendwie weniger Interesse an ihm haben. Na, jetzt hat ein anderes diesen Wurm gefunden, der vielleicht gar nicht mehr so lecker ist. Was man hier auch gut sieht, ist, dass die ältere Generation hinten auf dem Komposthaufen sich direkt gestürzt hat, während die Jüngeren erstmal sich die Umgebung anschauen und überlegen, was sie überhaupt machen können. Also die haben da noch nicht so die Erfahrung, um zu wissen, dass in so einem Komposthaufen sich ganz viel Tolles verbergen kann. Und da wir eben wissen, dass das so ist, werden wir hier immer, also
wenn das jetzt alles gestartet ist, ordentlich mehrere Komposthaufen in verschiedenen Stadien laufen haben. So ist quasi unser Hühnerstall gleichzeitig unsere Kompostfabrik, die aber auch gleichzeitig Futter für die Hühner produziert und ihnen eine Beschäftigung gibt. Sie können da scharren, sie können picken, sie können sich ihre Proteine rausholen in Form von Würmern und anderen Tieren, die da letzten Endes im Kompost aktiv sind und Mikroorganismen. Natürlich werden sie trotzdem immer jetzt Futter zur Verfügung haben, das Normale, aber wie man sieht, wird das hier im Spender völlig ignoriert von den Hühnern, also auch von den Alten, die erstmal den Komposthaufen sich anschauen und da eben drin rumscharren und einfach ja Hühner sein können, ne, und sich voll ausleben. Gleichzeitig sind sie so geschützt vor Hunden und anderen Tieren, auch vor Raubvögeln, die von oben kommen könnten. Und ja, also definitiv mal, würde ich sagen, ein gelungener Stallbau. Würden wir Sachen anders machen? Ja, mit Sicherheit, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber wir sind voll zufrieden. Wir glauben, das wird eine ganze Weile so halten und hoffen das natürlich auch und auch, dass unsere Hühner da so sicher sind, wie wir es nur irgendwie in dem Moment gewährleisten konnten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen und werden euch auf dem Laufenden halten, wie sich der Stall so weiterentwickelt, wenn da jetzt das Leben wirklich drin ist, wenn die Komposthaufen entstehen und wie sich die Hühner da so insgesamt drin eingelebt haben. Also für mehr abonniert gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.